Vader. Was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Ich und Tati wieder am Start. Ja, Mann. Diesmal mit einem Cosmo-Deck, das uns ein Fan geschickt hat für Red My Deck. Dann müssen wir natürlich ran. Also Tati, der Cosmo-Spezialist und ich, der selbsternannte beste Cosmo-Spieler von TBT. Schauen wir uns mal an. Also Fire King, Island-Variante, aber was auffällt, mit Ding. Mit Planet. Ja. Also die Variante, also würde ich auch spielen, weil dann kannst du ein viel krasseres Feld hinlegen. Echt? Also wenn du, ja, also ich habe, es gibt diese Fire King-Variante mit Planet, aber dann hast du ein krasseres Feld, aber ich finde, das ist, erster Blick ist einfach zu instabil, finde ich jetzt, ja. Er spielt nur eine Fire King Spellcard und er spielt nur ein Monster, was es suchen kann. Wenn er das Monster auf der Hand hat, ja, ist schon mal tot. Ja, tote Karten. Das machen mehrere. Ja, ich weiß, aber dann ist es für mich zu instabil, einfach. Ja. Also würdest du zwei Garunik spielen oder was? Ich würde entweder einen Garunik und Yaksha. Genau, also ich würde dann, wenn ich ein Fire King-Bild spiele, dann würde ich komplett auch Fire King spielen. Also sprich, mit einem Garunik, einem Yaksha, hast du einfach mehr Optionen und einfach noch nicht die Garantie, dass du den auf der Starthand hast, ja. Noch dazu spielt er, was ich sehe, mit MST, zwei MSTs noch im Main, ist auch ganz neu, ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das gut ist. Ich selber habe die Fire King-Variante nur getestet. Mir hat sie gleich nach ein paar Spielen nicht gefallen, weil einfach ich mit dem Deck nicht klarkomme, ja. Was mir dann noch auffällt ist, okay, Tinkern ist gut, ist klar, muss man spielen. Er spielt zumindest noch ein paar Fallen. Aber ich denke mal, mit dem Bild spielt er, das ist so auch wie ein Mischmasch, also so ein Mittelding, weißt du? Und sowas finde ich nicht gut. Entweder spielst du eine Variante dann Hardcore oder die andere Variante dann auf Control. Ja? Also ist jetzt meine Meinung. Was hältst du von der Anzahl der Schiffen? Also ich sehe hier, er spielt drei Slip Rider, ein Delta Shuttle und zwei Ladies, also das sind sechs Fünfer. Ja. Aber die Ladies kannst du nicht zählen die Ladies kannst du eigentlich nicht mitzählen, weil du eigentlich jetzt nur mit den anderen vier Schiffen eigentlich auf Infinity kommst. Anzahl der Schiffe ist eigentlich recht okay. Sword Trooper auf 3 bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich denke, auf 2 reicht es auch. Ich denke mal, man kann sich eigentlich auch fast tot ziehen. Ja? Also schlecht ziehen oder schlecht nachziehen, finde ich jetzt. Planet zweimal, ja, in dem Bild reichen zwei Planets, viele spielen sogar nur einen, ja, weil man den ja, weil die Kombo ist so, dass du mit Shuttle den in den Grave legst, ja, und dann holst du ihn mit diesem 2-Exit wieder auf die Hand und dann kannst du den dann wieder abschmeißen. Ja. Wie gesagt, ich würde die MST nicht spielen, weil du spielst eigentlich, du willst ja, in so einem Deck willst du ja Kombo spielen. Ja. Genau. Und um Combo spielen zu können, musst du auch Combo-Karten ziehen. Ja? So ist das, ja. Deswegen würde ich die MST nicht spielen. Viele, die das Deck gespielt haben, haben auch gesagt, zum Beispiel, dass Call schlecht kommt. Ja? Da will ich dann lieber die Calls auch wegtun, dann nur auf Cosmojo spielen. Dann fehlt auf jeden Fall vielleicht noch eine Fire King Island und noch so ein Monster. Dann fehlt eventuell noch zum Ziehen einfach Upstart, genau, dass du einfach schneller auf die Combo kommst. Ja? Wie die mit Dark Plans auch so eine Frage, ob das gut ist, ja, weil der kann auch tot kommen in so einem Combo-Deck. Deswegen ist halt die Frage, ob der auch gut ist oder nicht. So an sich, wie gesagt, das ist so ein Mittelding, ja. Was ich nicht gut finde, entweder... Er sollte sich ein bisschen mehr entscheiden? Genau, einfach entweder auf Fire King Combo, aber dann wirklich auf Combo oder halt dann auf Control. Dann musst du dann mit ein paar mehr Fallen spielen eventuell, ja, dass du ein bisschen Schutz hast noch. So an sich, das Deck ist okay, ja. Also was mir noch auffällt, der dritte Dark Planet im Side, gegen was könnte man das so einsetzen? Verstehe ich auch nicht. Also ich bin ein Fan von Dark Planet entweder dreimal oder gar nicht, ja. Und im Side weiß ich nicht, wozu, ja. Gegen was für Decks, Monarchen, hast du andere Karten, die besser kommen, braucht man nicht im Side, ja. So vom extra Standard eigentlich, wobei den Cyber End verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob man ihn rauskriegt eigentlich. Ja, mit Ding halt, Infinity, Nova, falls er stirbt.
Dann kann man selber enttun, oder? Ja, nein, du warst schon... Ja, wenn Nova stirbt, ja. Ja. Die meisten spielen halt diesen einen. Ja, die meisten spielen den anderen, ja, der eigentlich besser ist. Aber der ist auch seltener. Vielleicht hat er ihn nicht. Ja, das habe ich auch gemerkt, als ich den gesucht habe. So an sich ist es ein normales Extra-Wild eigentlich. Zeit ist okay. Was ist das hier eigentlich? Kann man das ist auch ein Kaiju. Auch ein Kaiju, ja. Er spielt auf die Kaiju-Variante, finde ich echt gut. Ansonsten, wie gesagt, ich würde halt Main, wie gesagt, entweder oder. Ja, ich würde kein Mittelding finden oder suchen. Läuft meistens immer schlecht. Außer du hast es mit dem Deck bessere Erfahrungen gemacht. Kannst du es dann gerne auch sagen. Aber meine Meinung ist halt einfach entweder oder. Ja. Genau so ist es. Das war unsere Meinung zu deinem Deck. Ja. Hat uns gefreut, dass du uns ein Deck geschickt hast. Also das war nicht das erste Mal, er hat schon andere Versionen geschickt und ich bin halt nie dazu gekommen, das ein Video dazu zu machen. Ja. Da hat er wieder immer neue aktuelle geschickt. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Ich hoffe, das ist noch aktuell für dich. Ansonsten danke an alle anderen. Ihr könnt euch eure Decklisten an unsere Facebook-Seite schicken. Am besten auch immer mit einem kleinen Kommentar, dann wissen wir immer besser Bescheid. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Ist Serious Business.